Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu dieser Legung, zu diesen Legungen. Ja, freue mich, wenn du wieder hier bist, wenn du neu den Weg hierher gefunden hast. Wir werden ja Kurzbotschaften haben, eine Orakelkarte und dann mit einem Tarot hineinschauen in die Botschaften, ja, für genau den Moment, wenn du hier reinschneist. Ja, es ist ein zeitloses Auswahlorakel. Ja, und spür rein, wo du dich hier wiederfindest, was dich anspricht, vielleicht schon ein Stein, ja, oder eben das Eingangsbild, ich sag mal die Botschaft des Spirit. Ja, und ähnliche Legungen, da findest du den Link hier unterhalb des Videos auch meine Kontaktdaten, falls du mit mir in Verbindung kommen möchtest. Ich freue mich, wenn du ein Like hier lässt, einen Kommentar, wenn du dieses Video teilst, meinen Kanal abonnierst, also über Rückmeldung, Feedback von dir, von dem Austausch lebt ja ein Videokanal. Ja, die Botschaften für genau jetzt. Stapel 1 mit diesem interessanten Stück versteinertes Holz, das hier poliert. Hier sieht man die Rinde. Und du bekommst die Vision. Stapel 2 mit dem Lamellen-Obsidian. Obsidian, das ist Lavaglas. Und hier sind diese Lamellen eingeschlossen. Man sagt, das sei der Stein der Zukunft. Wow. Und für dich Stapel 2, Sisterhood, also Schwesternschaft, Schwesterngemeinschaft, ich sag mal Menschengemeinschaft. Ja, das Orakeldeck nennt sich The Medicine Woman, aber ich denke, es geht immer vor allem auch um die menschliche Energie. Stapel 3 mit diesem schwarzen Turmalin, auch Schörl genannt, ein ganz starker Schutzstein, wenn man den bei sich trägt, um sich von negativen Energien, die hier abzuwehren bzw. sich zu schützen. Und der Stapel 3 bekommt das Bärentotem, das Krafttier Bär. Ja, der Bär, der wohnt im Medizinrat im Westen, die innere Aufgabe, der innere Weg. Ja, wähle deinen Stapel und ja, bei dem treffen wir uns dann gleich. Hallo, herzlich willkommen, Stapel 1 zu deinen Botschaften für genau jetzt, die Impulse, ja, für diesen Moment. Du hast dich für dieses Bild entschieden, Vision und begleitet, ja, von diesem Stück versteinertes Holz, ja, poliert hier die Astscheibe, der Zweig hier. Die Rinde. Ja, schauen wir in die Tarotbotschaften für dich. Stapel 1, bitte drei Karten. Du bekommst drei der Schwerter, Liebeskummer, Herzensbruch, der König der Luft, zweimal Luft, mit Power, mit Kraft und große Arkana 4. Die Ordnung kennen wir traditionell als den Herrscher. Was immer dich
was immer dir in der Vergangenheit ja Kummer bereitet hat. Zumindest eine starke seelische Belastung, die hier bisher vielleicht jetzt noch angedauert hat. Und jetzt wird es Zeit, das Chaos, das hier entstanden ist, zu beenden und hier wieder ganz in deine Kraft zu kommen und deinem Leben wieder Struktur zu geben, eine Ordnung. Und es geht ja noch darüber hinaus. Du wirst hier ja eingeladen zur Visionssuche, zur Vision Quest, ja, ein Begriff, ja, auch von den traditionellen Völkern. Ja, hier, dass deine innere Vision wieder geweckt wird. Und das heißt hier, ich gebe dir Vertrauen in deine divinatorischen Talente, Fähigkeiten, ja, dass du hier einen Bezug hast schon zu Themen, ja, wie Astrologie, Tarot vielleicht, Traumdeutung, ja, oder andere Praktiken, sag ich mal, ja. Du hast hier auf jeden Fall ein Talent zur Auslegung, ja. Und dieses Talent solltest du einsetzen, um eine harmonische Welt zu schaffen, ja, die hier in Ordnung ist. Ich spüre hier auch mit diesem, ja, entspricht ja dem König der Schwerter, hier mit der Ordnung auch eine ganz große Verantwortung, die du hier hast oder bekommst. Wenn du zum Beispiel mit divinatorischen Methoden arbeitest, ja, dann ist es eben ganz wichtig, dass du auf keinen Fall dein Gegenüber manipulierst, in irgendeine bestimmte Richtung schickst, ja, sondern ganz offen bleibst. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das gilt zum Beispiel auch für Familienstellen, ja, auch so ein durchaus heißes Eisen. Ja, du konzentrier dich hier mal auf das, was du vielleicht schon lange wolltest, eben auf deine Vision, die vielleicht auf der Strecke geblieben ist, ja. Und es ist auch die Aufforderung, neue, andere Welten zu entdecken. Ja, du hast hier, das ist eine Hand, ja, die Möglichkeit, eine ganz neue Welt zu entdecken, auch eine ganz neue Ordnung, eine ganz neue Strukturen. Ja, du bekommst hier mit der Vision auch eine eben gute Gelegenheit, dich selbst darzustellen, dich selbst zu zeigen. Ja, es ist hier wirken auch starke intuitive Kräfte, die hier auf einen Höhepunkt zulaufen. Du darfst dann auch Fragen hier ans Universum stellen, ja. Vielleicht eben auch die Frage, was hier eine Vision, ein Projekt, was du schon vielleicht eben schon lange irgendwo in deine Schatzkiste hast, wie du das zur Frucht, zur Blüte bringen kannst. Ja, die Aufforderung, deine Vision hier wieder zu entdecken nach den seelischen Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit, ja, bekommst du ganz toll eben diese Kraft, auch hier dieses Gradlinige, ja. Vielleicht auch wirkt auch ein bisschen streng hier. Aber ich denke, es ist wichtig, auch für dich hier in diese mentale Klarheit zu kommen, dich zu fokussieren auf deine Vision und hier eine klare Struktur hineinzubringen, raus aus dem
emotionalen Chaos der Vergangenheit. Ja, du bekommst hier das Vertrauen in deine, auch hellseherischen, hellfühligen Talente zum Beispiel. Wichtig ist, dass du diese Kraft, diese Macht nicht missbrauchst. Ja, Stapel 1. Wow, starke Energien. Da bin ich natürlich ordentlich neugierig, was da so bei dir los sein wird. Auf deine Visionssuche, beziehungsweise hier deine Vision wieder ins Leben, ans Licht zu bringen und jetzt auch diesen neuen Weg zu finden. Ja, alles Liebe von mir. Ich freue mich über ein Like von dir, über einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst oder sonst wie mit mir in Verbindung kommst. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo, Stapel 2 zu deinen Botschaften für genau jetzt. Ja, mit dem Lamellenobsidian, Lavaglas mit diesen Lamellen. Und du hast dich für dieses Bild entschieden. Schau mal, wie schön. Ja, hier heißt es Sisterhood, also Schwestern, Gemeinschaft, Schwesternschaft. Hier in der Mitte und dann hier der Blick von oben. Vier Menschen, vier Frauen. Ja, schauen wir auch für dich Stapel 2 in die Tarotbotschaften. Drei Karten bitte. Und möge jetzt auch noch eine bitte hier so raushüpfen. Du bekommst 9 der Kelche. Ja, diese Sattheit, dieses Putti, das auf der Torte hier liegt. 7 der Kelche des Wassers, die Wahl haben. Und 4 des Feuers, Tanz. Ja, Stapel 2. Das ist so ein Wachrütteln, was ich hier spüre. Du bist hier noch nicht in Bewegung. Du ruhst dich vielleicht hier ein bisschen aus, bist ein bisschen träge geworden, bekommst aber hier ganz klar die Aufforderung. Hier heißt es nämlich: Initiate a new sister's adventure. Du sollst ein neues Schwesternabenteuer initiieren, starten, ja? Und du schaust hier vielleicht auf alle Möglichkeiten, die du haben könntest, ja? Welchen Hut willst du dir hier aufsetzen? Aber es ist hier die Aufforderung aus deiner Schwere vielleicht, aus deiner, vielleicht auch aus Langeweile hier, herauszukommen und anstatt mit Möglichkeiten, die sich hier irgendwo in den Wolken zeigen, hier ganz auf den Boden zu kommen und hier in Verbindung zu kommen mit anderen Menschen. Hier heißt es Schwestern. Ich denke, wir sollten das hier neutral sehen und interessant. 4, die tanzen. Das sind die 4 hier und das ist für mich klar, die Einladung, Stapel 2, aus deiner Bequemlichkeit rauszukommen, aus deiner Komfortzone auch, ja. Ja, hast vielleicht wirklich viele Möglichkeiten, schaust ja auch darauf und sagst dir, aber warum soll ich hier was machen? Aber diese Karte, die deutet eben diesen Wandel an, dass du auch das Bewusstsein hier wieder bekommst, dass wir eben nicht nur für den Genuss, für den Luxus hier da sind, sondern dass du eine darüber hinausgehende
Aufgabe hast. Ja, und deine Aufgabe ist es, die Initiative zu ergreifen, in Verbindung mit einer Gemeinschaft zu kommen. Ja, hier heißt es, ja, Schwestern, zu einem, zum Beispiel eben gemeinsamen, wie sagt man heute, Event, ja. Hier liegt es natürlich nahe zu sagen, wir treffen uns, um zu tanzen, ja. Gibt ja auch Meditationen, die in Bewegung sind, ja. Es auf jeden Fall, finde ich, hat's was mit Bewegung zu tun und du, ja, komm du in Bewegung, dass du hier zündest und dann mal anfängst zu überlegen, wen kennst du denn da? Und es wäre natürlich am schönsten, man kann sich direkt physisch, persönlich treffen, nicht online, ja. Danach kann man bestimmt auch ein Stück Kuchen essen. Es geht natürlich auch um dieses Gefühl wieder zu bekommen für deine weibliche Energie, für die Kraft der weiblichen Energie, diese erschaffende, gestaltende Energie, diese nährende Energie, ja, und diese Gemeinschaft, die das betrifft, ja, sind eben Menschen, die genau diese Eigenschaften haben, die diese Eigenschaften auch wieder spüren, dieses Wesentliche, ja, ja, und anstatt auf einem Stück Kuchen sich auszuruhen hier, auf der Erde zu tanzen. Ja, und dafür ist es auch wichtig, aus Rivalitäten rauszugehen, besonders vielleicht hier unter Frauen, das wurde uns möglicherweise anerzogen, ja, raus aus Wettbewerbsgedanken, eben dieses Thema Frau, dieses Thema Mutter Erde, Freund, Gefährte, ja, darum geht es, deine Gefährten hier zu finden, ja, mach dich auf, das ist vielleicht schon diese Initiative, dass du dich jetzt erinnerst an Menschen in deiner Umgebung und dass du derjenige, diejenige bist, die hier das Zusammenkommen eben initiiert, einlädt, ja, um sich hier zu treffen, um diese positiven Kräfte zu verstärken, ja. Ja, dass man hier vielleicht auch dann einen Kreis hier gründet, findet, wo man sich zum Beispiel regelmäßig trifft, um etwas gemeinsam zu unternehmen, was übrigens auch neben dem Thema Tanz vielleicht das Thema Schauspiel in irgendeiner Form sein könnte. Und dieser Impuls könnte auch von dir direkt ausgehen. Ja, es gibt hier viele Möglichkeiten. Man kann sich auch zum Handarbeiten treffen, man kann sich zum Gedankenaustausch treffen, zum Meditieren für die Sauna, zum Tanzen, zum Kochen und gemeinsam essen. Auf jeden Fall für dich Stapel 2, raus aus der Komfortzone, toll, was hier in den Wolken schwebt, aber bring das jetzt auf die Erde in die Gemeinschaft, finde diese Gemeinschaft, aber ich glaube noch eher, du wirst der Mensch sein, der diese, der dafür nichts sagt, aber der diese Zündung liefert, damit sich hier eine neue Gemeinschaft bildet. Und vielleicht geht es tatsächlich konkret um 4 Personen, die dafür, ich sag mal, in Frage kommen. Wow. Also Stapel 2. Das ist auch ganz, ganz spannend hier. Deine Zündung hier, das in die Welt zu bringen, was Möglichkeiten sind hier, ja, auf den Boden zu bringen, hier eine neue Gemeinschaft möglicherweise eben zu, ich sag mal, gründen, ja, inoffiziell. Bitte keine Vereine oder sowas. Ja, bin gespannt, was du berichten wirst. Freue mich natürlich über Kommentare von dir, auch wenn du diese Legung, wenn du ihr ein Like gibst oder sie teilst, meinen Kanal abonnierst.
Auf jeden Fall von mir alles, alles Gute und bin gespannt auf diesen Tanz. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo, Stapel 3 zu deinen Botschaften für genau jetzt, begleitet von dem schwarzen Turmalin, auch Schörl genannt. Ja, wenn man den bei sich trägt, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, gute Stein, um Fremdenergien, Negativenergien von sich wegzuhalten, sich zu schützen. Ja, und du hast dich hier für das Krafttier Bär entschieden. Schauen wir in die Tarotbotschaften für dich, Stapel 3. Ups. Zwei der Luft. Scrutiny, weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Aber wir finden das hier schon raus. Noch eine 2, 2 der Erde, Honesty. Und wow. Große Arkana, der Narr hier, der Beginn. Wow, Stapel 3. Du gehst jetzt, ja, nicht nur symbolisch in die Höhle, denke ich. Hier heißt es auch, erhole dich, zieh dich zurück in deine Höhle, um Antworten zu finden. Es sind nämlich alle Antworten bereits in dir vorhanden. Alle Antworten auf alle Fragen liegen schon in dir. Aber du bist bisher zu sehr mit deinen Gedanken beschäftigt. Da fehlt manchmal der Durchblick, hin und her gerissen. Wir kennen diese Karte ja als Zweifel auch, ja. Ja, da geht einem viel durch den Kopf, nur der Durchblick fehlt. Es geht vielleicht auch nicht nur viel durch den Kopf. Du bekommst viele Impulse von außen, die nicht dazu beitragen, deinen Weg zu finden, ja. Der hier, das bist du. Ehrlichkeit, sei ehrlich zu dir selbst. Auch das wirst du in der Höhle finden, in deiner Traumhöhle, dass du dich nackt präsentieren kannst, wie du bist, ohne irgendeine Verkleidung, ohne irgendeine Dekoration, ohne dieses meinen zu müssen, man müsste etwas Besonderes sein. Ja, ich meine Stapel 3, dass du eben durch die, sag mal, letzte Zeit dich hast verwirren lassen, einerseits, aber auch in zu viele Impulse hier eben aufgenommen hast, dich vielleicht auch zu sehr anpassen wolltest oder solltest an etwas. Ja, aber jetzt eben auch merkst, Moment, eben, ich will mich eben nicht anpassen. Ich will sein, wie ich bin. Ich will mich auch zeigen, wie ich bin. Und dazu brauchst du Stapel 3 jetzt eben diese Zeit des Rückzugs, diesen Weg in die Höhle. Alle Bären, denke ich, hier auf der Welt, die sind jetzt bereits in der Höhle. Ja, diese Selbst Betrachtung, Selbstbeobachtung, ja, den Fokus auf dein Inneres zu richten, anstatt auf all das, was hier, ja, von außen dich nur verwirrt, irritiert, ja, und dich vom Wesentlichen abhält, weil, das sehe ich dann hier, das ist dann das Frühjahr, Stapel 3, für mich hier. Wenn du ganz bei dir hier jetzt bleibst, ja, dich eben von Außeneinflüssen, von dem Lärm der Welt hier mal zurückziehst und auf dich
konzentrierst, ja, diese Zeit wirst du brauchen, natürlich vielleicht natürlich nicht durchgängig diesen Winter, aber eben immer diese Zeit dir wieder zu nehmen, um in deine Klarheit zu kommen. Klarer Fokus auf dich und dein Wesen, egal was da rundherum jemand meint und auch egal was dein Verstand dir hier vielleicht auch immer wieder vorgaukeln will. Und dann wirst du im Frühjahr, ja, hier ganz neu starten können. Mit dieser Selbstsicherheit auch des Bären. Und der Bär liegt im Medizinrat im Westen, ja. Es gibt ja diese vier großen Tiere der Himmelsrichtung im Osten, der Adler, Kojote im Süden, der Bär im Westen und der Büffel im Norden, manchmal auch hier der Elch im Süden, manchmal die Maus im Westen. Das heißt immer auch, es ist deine innere Aufgabe, dein innerer Weg, ja. Das ist die Botschaft für dich, für den anstehenden Winter. Und wie gesagt, sei ganz ehrlich zu dir selbst. Wie gesagt, du hast alle Antworten schon in dir, und die wirst du auch eben wiederentdecken, wenn du diesen Lärm von außen abschaltest, ja, wenn du ganz hier bei dir bist und herausfinden wirst, ich muss hier keine Show da draußen machen, ich muss niemand etwas beweisen, ich muss niemand etwas Besonderes zeigen, ich darf und ich will einfach ich sein. Und das ja, steht dann für das kommende Jahr an, hier für dich, dich ganz hier, sie geht hier auf Wolken, hat Flügel des Regenbogens, ja, wenn es dann hier raus aus deiner Höhle geht, geht's hier in was ganz Neues, wo du auch dann eben richtig mit Schwung, mit Elan, unbelastet vom bisherigen dann losstarten kannst. Für dich vielleicht besonders, um dich vor Außeneinflüssen, wenn du hier in der Welt draußen unterwegs bist, Stapel 3, besonders der Hinweis, sich hier einen Schörl, schwarzer Turmalin, ja, zuzulegen, um sich vor diesen äußeren negativen Einflüssen, diesen irritierenden Einflüssen zu schützen. Ja, dann am besten ja in der Hosentasche, also schon bei dir tragen, nicht irgendwo in der Handtasche oder der Laptoptasche. Ja, und dann kann man den ab und zu auch einfach mal in die Hand nehmen. Ja, Stapel 3. Wow, ganz super spannend. Bin ja auch neugierig auf die Antworten, die du in dir finden wirst. Und freue mich, dass du diesen Neubeginn dann entgegensehen darfst. Ja, von mir alles Gute. Ich freue mich, wenn du ein Like hier lässt, meinen Kanal abonnierst. Über Kommentare freue ich mich besonders. Auch gerne, wenn du ja beispielsweise diese Legung teilst oder in andere von mir mal reinschaust. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald.